Hallo ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen Tarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir auf eure Woche vom 25. bis zum 31. Juli. Schauen, welche Nachrichten, Impulse und Prognosen sich für euch so zeigen möchten. Welche Nachrichten die geistige Welt für euch bereithält. Solltet ihr eins der täglich erscheinenden Videos verpasst haben, es gibt Playlists für jedes Zeichen. Schaut da einfach rein. Zu den unterschiedlichsten Themen gibt es jeden Tag Videos. Da werdet ihr dann fündig. Und um nichts mehr zu verpassen, macht es natürlich Sinn, spätestens jetzt, wo ich jeden Tag Videos hochlade, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Persönliche Legungen sind als Kanalmitglied möglich. Welche Möglichkeiten findet ihr, wenn ihr entweder auf den Button Mitglied werden klickt unter jedem Video oder am Ende des Videos auf den Button Persönliche Legungen klickt? Da kommt ihr dann auf den gleichen Link, auf die gleiche Infoseite. So, und dann würde ich sagen, legen wir los. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Waagen für die Woche vom 25. bis zum 31.07. und fragen nach der Hauptenergie, die die Waagen in der Woche begleitet. Vielen Dank. So. Der Stäbe auf dem Kopf, die Herrscherin auf dem Kopf, König der Schwerter. Haben wir schon mal Stierenergie und Wassermannenergie. Ja, meine Lieben, 10 der Münzen auf dem Kopf als eure Hauptenergie. Also hier geht es wirklich darum, Verbindungen in Frage zu stellen. Ja? Auch Loyalität und Treue und Freundschaften. Solidarität, ja, das sind alles so Punkte im Zwischenmenschlichen, die ihr wirklich in Frage stellt. Einige von euch lassen hier auch lange, langwährende Verbindungen los, tatsächlich. Und einige von euch könnten ein bisschen im Kaufrausch sein. Da achtet am besten drauf, ja, das kann sein, dass ihr ein bisschen zu viel Geld ausgibt. So, aus welcher Situation kommt ihr? Ihr habt hier definitiv, gibt es hier eine große Gruppe, die einen Job gekündigt hat und etwas Neues angefangen hat. Schlicht und ergreifend, weil es da kein Weiterkommen mehr gab, weil es stagniert hat. Ihr habt euch da einfach nicht mehr lebendig gefühlt, schlicht und ergreifend. Ja. Dann gibt es hier die Gruppe, die ja sowas wie eine Beziehungspause hatte, vielleicht sogar auch einen Schluss, wo man sich dann aber doch nochmal versucht hat, an den Tisch zu setzen und miteinander zu reden. Gegenwärtige Situation. 5 der Stäbe, 9 der Kelche, 5 der Münzen auf dem Kopf. Ihr steht für euch ein. Also was auch immer hier in der Vergangenheit nicht gut gelaufen ist, ja, ihr habt daraus gelernt. Also ihr wisst inzwischen, was ihr wert seid. Ja. Ihr geht für eure Ziele. Hier werden auch gegenwärtige Situationen nahe Zukunft. Hier werden auch sich vielleicht auf der Arbeit Lager spalten. Ja, es kann sein, dass hier Kollegen hinter euch stehen und aber auch Kollegen versuchen, euch irgendwie die Butter vom Brot zu klauen, aber nicht mehr mit euch. Ja. Es gibt ja auch einige von euch, die eine Selbstständigkeit, irgendetwas in der Öffentlichkeit, also auch gerade so Online-Geschichten, ja, versuchen auszubauen und die ein oder andere Hürde zu meistern haben. Beziehungstechnisch ist es hier, wie gesagt, also es kann der alte Herzmensch sein, es kann aber auch inzwischen was Aktuelles sein, je nachdem, wie das hier ausgegangen ist. Aber ihr habt eine Energie aus der Vergangenheit mitgenommen,
die euch gezeigt hat, nein, also ich möchte nicht mehr, dass es stagniert. Ja, dementsprechend gehe ich jetzt für das, wofür ich stehe, weil ich bin jemand. Und das sieht hier sehr danach aus, als könnte man tatsächlich hier die Kuh vom Eis kriegen. Wir schauen uns an, wie es weitergeht. 6 der Schwerter auf dem Kopf, 9 der Münzen auf dem Kopf und der Narr. Hier steht definitiv der Neubeginn an. Ja, einige von euch werden hier einen Konflikt lösen. Allerdings wird hier einiges, ich sag jetzt mal, erneuert. Ja? Also man setzt sich hier miteinander auseinander und sagt, okay, wenn wir wieder eins werden wollen und wirklich einen Neuanfang starten möchten, dann muss hier einiges, was uns stagnieren lässt, muss da definitiv rausfliegen. Es gibt hier aber auch die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen zwischen einem alten Herzmensch und einem neuen tatsächlich. Ja, das kann sein, dass das sehr anstrengend ist für euch emotional, das klar zu kriegen. Ähnlich auch im Job. Ja, da kann es sein, dass nochmal ein Angebot kommt, aber ihr auch bereits ein neues auf dem Tisch liegen habt. Schlicht und ergreifend werdet ihr höchstwahrscheinlich das annehmen, was euch am meisten finanziell bringt. Aber ihr habt hier Möglichkeiten, in sämtlichen Bereichen wirklich einen Neustart auch zu machen. Wir klären das Ganze und bitten die geistige Welt um weitere Informationen für die Wagen. Vielen Dank. Der Wagen, Ass der Münzen auf dem Kopf und der Page der Schwerter. Ja. Wie ich eben schon gesagt habe, euer Ziel war es, irgendwie wieder Bewegung reinzukriegen. Ja. Einige von euch, wie gesagt, sind gegangen, haben die Situation verlassen, weil das nicht mehr dienlich war quasi, ja, weil das nicht mehr nicht dienlich war, Quatsch. Das wollte ich nicht sagen, weil es nicht mehr ging, schlicht und ergreifend. Ja, hier Ass der Münzen auf dem Kopf, Page der Schwerter. Es gab immer wieder die gleichen Konflikte. Man hat sich wirklich aneinander abgearbeitet. Und andere von euch haben sich diese Sache angeguckt und versucht, mal zumindest mit Gesprächen das zu klären. Aber auch das lief ein bisschen unrund, sage ich jetzt mal. Jobtechnisch, wie gesagt, lag hier in der Vergangenheit definitiv schon die Veränderung. Gegenwärtige Situation und nahe Zukunft. Da haben wir die 4 der Münzen, Königin der Kelche und die Königin der Münzen auf dem Kopf. Hier geht es wirklich um eine Gefühlsentscheidung, eine Herzensentscheidung. Ihr seid auch ein bisschen skeptisch, ja, Angeboten gegenüber. Hier ist definitiv das Gehalt auch ein großer, großer Aspekt, was irgendwie nicht so ganz passt. Also ich kriege hier auch rein, dass einige, die die gleiche Arbeit machen, besser bezahlt werden. Also da ist irgendwie so eine Nasenpolitik offensichtlich bei einigen von euch in der Firma. Aber ja, ihr werdet definitiv dem Ruf eures Herzens folgen. Schaltet da ein bisschen euren Kopf aus und hört wirklich auf euer Herz, auf euer Bauch, auf euren Bauch. Wir bitten die geistige Welt um weitere Informationen. So, 4 der Kelche, 4 der Schwerter auf dem Kopf und der Magier. Also ihr habt hier definitiv die Chance, über euch hinauszuwachsen. Ihr werdet definitiv die richtige Entscheidung treffen. Ja? So viel steht fest. Ihr werdet diesem Ruf nach und nach folgen. Es kann sein, dass hier wirklich Menschen oder Jobs gehen gelassen werden, die nicht mehr erfüllend sind, die nicht mehr bereichernd sind. Ja? Menschen, die euch vielleicht auch in den Rücken gefallen sind. Ihr werdet aber darüber hinaus wachsen. Das ist quasi Treibstoff für eine neue Art von Stärke. Ja, der Narr, der Magier. Das sind die 2 ersten Karten in der großen Arkana. Also hier steht wirklich alles auf Neubeginn. Hier kommt eine neue Stärke rein. Also ihr transformiert quasi auch Schmerz und Verkopfung quasi, transformiert ihr, folgt eurem Bauch und könnt was wirklich ganz, ganz Großes erschaffen. Also hier stehen
alle Lichter auf grün für Unternehmungen, Selbstständigkeiten, tolle neue Jobs, aber auch ja, eine Liebe, die ihr euch schon lange herbeimanifestiert habt, meine Lieben. Wir fragen, welche Überraschungen kommen noch auf euch zu? Wenn es bisher mit euch resoniert hat, lasst es mich wissen. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Schaut auch gleich ergänzend dazu euren Aszendenten, gerne auch Mond und Venus, indem ihr einfach auf die Playlist klickt, 25. bis 31. Juli, und euch dort eure persönlichen Aszendenten, Mond, Venus Zeichen raussucht. So, persönliche Fragen beantworte ich Kanalmitgliedern. Wenn ihr dazu mehr Infos haben wollt, dann klickt einfach am Ende auf den Button persönliche Legung oder unter dem Video ist ein Button Mitglied werden, da kommt ihr auf die gleiche Infoseite. Überraschung, Überraschung. Ja, definitiv, definitiv. Ganz klar hier, ihr werdet Menschen loslassen, die euch nicht mehr bereichern. Ja, Menschen, die sehr viel von euch abverlangen. Das kann auch eben der Job sein. Ja, Menschen, die, also Vorgesetzte, Chefs, die euch leider nicht entlohnen für das, was ihr macht, nicht ausreichend. Aber ihr tretet hier mit dem Rat des Schicksals in ein neues Kapitel ein. Ja, da kommen, also ihr lasst hier wirklich, das ist Transformation und das ist nicht einfach. Aber wenn ihr da einmal durch seid, sag ich mal, zieht sich das Gefühl in euch immer mehr zu, dass das die richtige Entscheidung war. Ja, so dieses ja, fast schon schicksalhafte Gefühl, dieses, ohne genau benennen zu können, warum man gewisse Dinge tut oder eben nicht mehr tut. Ja? Also dieses Gefühl zieht sich zu. Das ist so ein Ruf, dem ihr folgt. Und mit den zwei der Stäben hier sind die neuen Möglichkeiten. Ja? Auch hier mit dem Narr, dem Magier, das sind absolut beste Aussichten für euch, meine Lieben. Auch wenn dieser Prozess hier vielleicht schmerzhaft sein mag, sehr ernüchternd sein mag und auch mit Sicherheit nicht einfach. Meine lieben Wagen, ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.